Nicht genehmigt. Ja, zu spät, Sabi. Und... Aber Lucius muss... Lucius muss vielleicht nicht, aber... Ich schon. Ich schon. Wusstest du, dass Jet im Haus ist? Du solltest guten Tag sagen. Wer ist denn bitte Jet? Ist das wieder jemand, den wir so gerne sehen und leiden können? Da ist wieder Mama. Hi Mama. Wenn du das Fahrrad zu Weihnachten möchtest, musst du dich im Haushalt nützlich machen. Bring zum Beispiel den Müll raus. Den Müll rausbringen, nur weil ich ein Fahrrad haben will. Sendet man hier Kinderarbeit. Wirklich. Aber gut. Wir tun's. Auch wenn wir hier halb gezwungen werden. Frag ich's wohl mit dem Müll. Hauptsache bring den Müll raus. Müll. Hier sind Müllcontainer. Die ich nicht öffnen kann. Toll. Hallo, kleiner Kumpel. Ich habe Arbeit für dich. Ich brauche etwas Benzin für meinen Rasenmäher. Kannst du es holen? Wenn du erst sagst, wo ich den Müll hinbringen soll, dann tue ich's, aber... Nicht unsere... Hauptmission, die gestrichelte, also doch, die gestrichelte Linie ist unsere Hauptmission. Gerade klingt es nicht angezeigt, glaube ich, auf der Karte, wo wir mit dem Müll hin sollen. Das am logischsten klingt für mich hier Mülltonne, aber... Ach so. Ja. Okay, da haben unsere Kräfte noch nicht ganz gereicht. Oh, in deinem Zimmer wartet ein Geschenk auf dich. War ein guter Junge, wie es scheint. Ein sehr, sehr guter. Da schwimmen Sachen in der Luft. Okay. Also allzu lange werde ich, glaube ich, aber auch nicht mehr machen. Bin doch so langsam auch müde. Du warst in letzter Zeit so ein guter Junge. Wir müssen dich irgendwie belohnen. Hast du meine Ohrringe gesehen? Auch noch hier die Ohrringe von Mama suchen. Müde gibt's nicht. Ja. Leider schon. Leider schon. Besonders wenn man Sachen muss machen, arbeiten und so. Dann gibt es müde. Durch. So, wo ist mein Geschenk? Ein Schalter macht mich hell und die Dunkelheit vertreibe ich schnell. Was? Bin ich noch irgend so ein Satz?
Meinst du das? Keine Ahnung, was mir das bringt. Und ehrlich, ich habe keine Ahnung. Hast du Jet schon guten Tag gesehen? Nein, ich habe Jet noch nicht gesehen. Hallo, Lucius. Du weißt, dass du nicht hier sein solltest. Er arbeitet mit rohem Fleisch. Sollte mich irgendwie einmischen. Okay. Klar, also hat nicht jeder von uns einen eigene Metzgerei im Haus. Aber der Junge ist gar nicht so gestört. Und wo du jetzt hier bist, kannst du diese Kisten zum Kühlraum bringen. Die sind nicht so schwer. Was für Kisten? Kisten? Ah, die. So, als wäre er gerade auch im Kühlraum. Oh ja. Aber ja. Bam, bam, bam. So. Wir wollen ihn töten, aber erfüllen ihm noch seine Wünsche. Finde ich auch sehr komisch. Also seine Befehle. Befehle. Befehle trifft's eher. So, das nehmen wir. Dann laufen wir hier lang. Ja, es wird wirklich gleich Zeit für Feierabend, Leute. Oh, morgen Abend ist ja auch noch ein Tag. Aber ich versuche noch ein bisschen weiterzukommen, also ein kleines bisschen. Du warst in letzter Zeit so ein guter Junge. Hey. Ich muss dich irgendwie belohnen. Hast du meine Uhr gesehen? Ich weiß nicht mehr, wo ich sie gelassen habe. Oh. Ah, Entschuldigung. Danke, ja, es wird so langsam Zeit für Feierabend. Ich frage mich, wie wir hier am besten weiterkommen. Geht denn hier immer wieder die Kreuze rum? Was soll das? Wollt ihr euren eigenen Sohn töten? Sollte doch dem guten Herrn hier draußen Benzin holen. Das weiß auch keiner, ne? Wo ich das hätte holen sollen.
Hallo, junger Herr. Alistair steht dauernd in der Bar und wartet, bis irgendjemand von unserer Familie sich ein kleines Getränk holen will. Okay. Moment wieder ratlos. Bin im Moment wieder ratlos, wie wir hier am besten wieder vorgehen. Mit dem weiterarbeiten. Hey Lusche, ich muss hier weiterarbeiten. Ich hasse es, wenn du wieder gar nichts weißt. Besonders in dem Müdigkeitsstadium, wo ich gerade schon bin. Das ist grausam. Ja, das Haus ist mega groß und du kriegst irgendwie ja fast null Infos immer, was du tun sollst. Ne? Also du weißt, wer dein Opfer ist, wen du töten sollst, aber dann... Oh, guck, dass du dich zurechtfindest, weißt du? Ich muss sagen, das ist ein bisschen kacke. Jetzt wollte ich nicht gehen und hab's so unterdrückt, dass ich mein Gesicht komplett verzogen habe. Wunderbar. Wusstest du, dass Jet im Haus ist? Du solltest guten Tag sagen. Hallo, Lucius. Hallo, Lucius. Ja, wunderschön, danke. Hast du Jet schon guten Tag gesagt? Hey. Ich weiß es im Elster seit ganz und gar nicht. Ich weiß es wirklich nicht, wie wir da am besten vorgehen. Also ich gehe davon aus, dass es irgendwo ja bei ihm ein Kühlsaal soll sein. Die Frage ist, ob wir alle Objekte haben.
Ich habe keine Zeit zu spielen. Oh. Okay. Aber nicht, dass er auch wieder so ein Wallhack-Typ ist. Man kann nicht sehen. Na toll. Was zum Teufel? Wie ist denn diese Glühbirne explodiert? Wie soll ich denn ohne Licht die Säge benutzen? Ich glaube, der Hausmeister hat gerade... Hey, ja. Lucius, suchst du bitte ein paar neue Birnen für mich? Ich muss hier weiterarbeiten. Da haben wir ja schon eine, die wir schon mal eingesammelt haben. Suchst du bitte ein paar neue Birnen für mich? Ich muss hier weiterarbeiten. Er ist oben auf die Säge geklettert. Das ist meine Chance. Aber mit was? Mann, warum geht die nicht rein? Links rum raus, rechts rum rein. Okay. Das wird jetzt wahrscheinlich mega ekelhaft, oder? Oha. Lecker. Oh. Die Lage hier ist absurd, Mr. Wagner. Und ich halte gerade das FBI zurück, eine Untersuchung zu starten. Ich stationiere einen Deputy beim Haus. Nur zu Ihrer eigenen Sicherheit. Ich wünschte, ich könnte mehr als nur Unfälle darin sehen, aber mir fällt kein Motiv ein. Ich weiß nicht, wie jemand damit hätte davonkommen können. Wir werden das aufklären. Betrachten Sie das Haus einfach als abgeriegelt, bis wir etwas finden. Es war kein schöner Anblick. Der Kopf war in zwei Teile zersägt und überall war Blut. Diese außergewöhnlichen Unfälle hielten mich nachts wach. 4 Tote in 4 Monaten. Alles scheinbar Unfälle. Aber ich hatte meine Zweifel. Es gab keine klaren Verdächtigen. Keine Motive, keinen Grund, eine Untersuchung zu starten. An dem Punkt war ich mir nur einer Sache sicher. Es würde nicht aufhören. Damit hatte ich recht. Nach einem weiteren Monat wurden wir wieder zu dem Haus gerufen, aber diesmal war es anders. Diesmal war es Mord. Ja, das war unschön und noch mehr Fleisch, ja. Wie gesagt, ich find's eh krass, dass sie so eine eigene Metzgerei haben. 15. Oktober 1972. Gesunde Ernährung. Es wurde noch ein Schwein geschlachtet. Ich würde aber jetzt wirklich, glaube ich... Ende? Ja. Mr. Wagner, I'm at a loss for words. Detective MacGuffin, what do we got here? I asked the parish priest to come and offer counsel. Forgive me, Father, for I have sinned. There's a family. Their home is befallen by calamities. I can't explain. Another month went by when we got the call to come back to the house. But this time it was different. This time it was murder. This is a clear case of poison, and I need to interview everyone in the house again. It sounds to me like this family needs help, my son.
This might be the worst case of professional neglect I've ever come across. I have an election coming up, and I can't let this get out of control. I honestly believe we've been cursed, and nothing can stop us. What the hell happened here? Holy shit, is that Will? Another accident, right? Oh my god! Why is this happening? Invocations of Satan?